So, ja, hallo, liebe Zuschauer, kann ich ja heute mal sagen, ja, eine weitere Folge von Nachschlag der Boxcast mit Video, ja, für alle, die da große Fans davon sind. Es gibt endlich wieder was. Ich bin Julius vom Podcast und ja, mein Gast heute ist Cheyenne Hansen. 9 Kämpfe, 8 Siege, 6 KOs und ja, ganz frisch internationale deutsche Meisterin, 23 und aus Augsburg. Ja. Hallo, schön, dass du zu uns gefunden hast. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Steigen wir doch mal gleich mit einem aktuellen Thema ein. Du hättest eigentlich am 24. April schon wieder boxen sollen. Und zwar gegen Fai Fanarei in Hamburg, glaube ich, um die WBC Junioren-WM im Superbantamgewicht. Der Kampf ist jetzt leider ausgefallen. Was kannst du mir denn dazu sagen? Ja, also wie gesagt, ich hatte ja am 27. den deutschen Meisterkampf, also den Kampf um die deutsche, internationale deutsche Meisterschaft. Und ja, es war sehr unvorhersehbar, dass ich mich dann doch so verletze. Und ja, so eine Verletzung, wie man immer noch sehen kann, dauert. Ja, ich muss da mit meinem Ärzten im Gespräch bleiben. Und momentan ist es halt einfach noch nicht möglich, dass ich da noch Schläge aufs Gesicht bekomme. Ja, Ja. jetzt hast du das ja mit dem Auge angesprochen. Also das war ja wirklich, ich habe den Kampf live gesehen und das war ja wirklich eine üble Verletzung. Ja, nimm uns doch noch mal so ein bisschen mit auf die Reise. Wie hast du denn den Kampf erlebt Ende März? Also wie war das für dich? Das ist ja schon dein erster großer Titel im Boxen. Wie war das? Ja, also ich habe mich auf jeden Fall sehr auf den Kampf gefreut. Mein Ziel ist es ja, möglichst viele Titel zu holen. Und das war dann eben, wie du sagst, mein erster großer Titel im Profiboxen. Und ja, es war eine harte Vorbereitung. Und ja, der Kampf war halt, wie gesagt, jeder Kampf, man weiß nicht, was passiert. Es kann alles passieren. Es ist Kampfsport. Und es war eine sehr schwierig zu boxende Gegnerin. Aber dennoch finde ich, ich habe das Beste daraus gemacht. Ich lerne viel aus so einem Kampf, immer aus diesen schwierigen Kämpfen lernt man einfach viel dazu. Und ja, ich habe den Titel mit nach Hause genommen und bin darüber natürlich sehr glücklich. Ja, das mediale Echo war ja auch aufgrund deiner Verletzung hinterher wirklich immens. Also nicht nur die Morgenpost und Zeitung aus Augsburg, sondern auch RAN, die Bild-Zeitung, der Express und sogar internationale Zeitungen. Also The Sun und TMZ haben berichtet über den Kampf und dann natürlich deine Verletzung im Nachgang. Ja, also wie ist das so, wenn man auf einmal mit so einem, also ich meine, so viel hattest du bestimmt vorher noch nicht mit den Medien zu tun. Wie war das, mit den ganzen Sachen zurechtzukommen? Ja, also regional war ich das natürlich schon gewohnt inzwischen. Ich habe ja davor auch viele Jahre Kickboxen gemacht, auch professionell. Und ja, das war dann schon nochmal echt eine Überraschung für mich. Ich war sehr darüber überrascht. Und ja, es ist natürlich was ganz anderes, was diese Reichweite. Ich habe gesehen, ganz viele Leute aus aller Welt haben mir geschrieben und Glückwünsche gesendet. Und ja, es ist halt einfach doch was ganz Besonderes und das war dann schon nochmal so ein ja, positives Feedback, es hat mich gefreut und ja, klar, war schon richtig cool, ja. Und wie kam jetzt der Kontakt zum Beispiel zur Sun oder so zustande? Haben die sich bei dir gemeldet oder wie kam das da so? Also da war ich ja wirklich sehr überrascht, dass man auch international sich jetzt quasi für einen deutschen Kampf interessiert. Ja, also es gab schon sehr, sehr viele, die sich gemeldet haben, die dann auch wirklich ein Interview gesucht haben. Andererseits gab es aber auch einige, die das einfach anscheinend so durch mein Social Media Profil, durch Instagram einfach so mitverfolgt haben und dann darüber berichtet haben. Also von sich aus ganz frei. Also das heißt, die haben jetzt nicht persönlich bei dir nachgefragt, sondern haben das einfach irgendwie rausgefunden und haben das dann bei sich veröffentlicht, oder wie? Ja, doch, da gab es schon auch einige, wo das einfach frei recherchiert haben und ja, dann so darüber berichtet haben. Okay. Jetzt hast du ja schon gesagt, so, du hast vorher auch anderen Kampfsport gemacht. Du bist ja beim Boxen noch relativ neu. Seit 2018 bist du dabei, wenn ich mich da jetzt richtig erinnere. Und ja, was hast du denn sonst?
noch für Erfahrungen gemacht? Also hast du ja das Kickboxen schon angesprochen, hast du da auch ja schon Sachen gewonnen oder wie lange bist du denn mit dem Kampfsport schon Also betraut? mache ich tatsächlich schon seit meinem 5. Lebensjahr. Ich habe mit Kickboxen angefangen und bin dann auch eigentlich immer dabei geblieben. Habe dann 6-mal die Amateuren-WM gewonnen in verschiedenen Verbänden beim Kickboxen. Und ja, da bin ich halt schon ziemlich rumgekommen auf der Welt. Das fand ich immer richtig cool, auch schon als ich sehr jung war. Und ja, dann irgendwann bin ich eben auch zu den Profis gewechselt und ja, habe dann den Profi-IKBF Europatitel 2019 gewonnen. Und das war dann jetzt bis jetzt auch mein letzter Kickboxkampf. Leider wegen ja, der momentanen Situation einfach hat sich das nicht mehr ergeben. Und ja, ich schließe das nicht aus, dass ich nochmal in den Kickboxring trete, aber momentan ist da jetzt eigentlich nichts geplant, sodass wir denn jetzt uns unseren Fokus mehr aufs Boxen gelegt haben, was mir auch wirklich sehr, sehr viel Spaß macht. Hast du da auch zwischenzeitlich Amateurkämpfe bestritten oder bist du gleich Profi geworden? Ja, also so circa 1, 2 Jahre lang war ich bei den Amateuren im Boxen und das hat sich dann so schleichend entwickelt, weil mein damaliger Trainer, der war halt sehr eben mehr aufs Boxen fokussiert und dann dachte ich mir halt so, ja, kann ich auch ausprobieren und es hat mir dann gelegen und sehr gefallen. Und ja, das hat sich dann eigentlich so weiterentwickelt, dass ich da auch mehr wollte und dann bin ich auch da zu den Profis gewechselt. Und ja, seitdem bin ich da dabei und das macht mir wirklich viel Spaß und kann es mir auch gar nicht mehr anders vorstellen. Ja, wo trainierst du denn in welchem Gym? Also. Also ich trainiere jetzt beim Boxclub Hahn, beim Alexander Hahn und da bin ich auch sehr, sehr zufrieden. Ich bin froh, dass ich da bin und ja, also ist ein cooles Team, ist ein Top-Coach, wirklich coole Leute und ja, ich bin sehr, sehr, sehr glücklich. Ja, jetzt habe ich im Gespräch mit Tina Ruprecht ja schon erfahren, dass es relativ schwierig ist, zum Beispiel auch Sparringspartnerin zu finden. Ist das auch bei dir ein Problem oder greifst du dann auch auf andere Kickboxerinnen zurück oder wie machst du das zum Beispiel? Weil in Deutschland ist man ja da nicht so breit aufgestellt. Naja, es geht eigentlich. Also ich finde, ich habe in Europa, bei mir ist der Vorteil, dass ich in Europa wirklich so die ja, Durchschnittsgröße einer Frau habe und so das Durchschnittsgewicht, würde ich jetzt mal so sagen. Und deswegen ist es in Europa schon sehr, sehr breit aufgestellt. Und ich finde es halt einfach super spannend, weil ich einfach sehe, zum Beispiel auch in England, wie das Frauenboxen gerade am Wachsen ist. Und ja, es gibt einfach sehr, sehr viele Boxerinnen im Leichtgewicht in Europa und auch in Deutschland. Und deswegen ist es für mich eigentlich nicht so ein großes Problem. Klar, momentan ist es ein bisschen schwieriger, aber normalerweise ist es eigentlich gar kein Problem. Hast du da generell auch Vorbilder jetzt gerade beim Frauenboxen oder vielleicht auch generell im Boxen, wo du sagst, das ist so ein Stil, der dir besonders gut gefällt? Also ich bin so jemand, ich habe eigentlich wenig so Vorbilder. Ich weiß, klar, man lässt sich mal inspirieren hier und da und es gibt sehr, sehr viele sehr gute Boxer, auch Boxerinnen, aber ich versuche da immer so meinen eigenen Weg zu gehen. Ich möchte mich entwickeln und ich möchte halt ungern irgendwie die Kopie von jemandem sein. Ich möchte einfach mich selber entfalten können und einfach so das Beste mitnehmen, was ich mitnehmen kann. Und klar, inspirieren geht immer, aber ich habe jetzt niemanden, der so sagt, ich möchte jetzt genauso wie der oder die boxen oder ja, den gleichen Weg gehen. Ich möchte einfach so meinen eigenen Weg gehen und ja, lass mich überraschen, was die Zukunft so mit sich bringt. Ja, jetzt hast du ja gemeint, dass du durch das Kickboxen schon viel rumgekommen bist, so durch die verschiedensten Ringe. Wo warst du denn überall schon unterwegs gewesen in deiner Karriere? Oh je. Also gekämpft habe ich schon in Zypern, in Spanien, in Italien, in Frankreich, in England, in der Türkei, in Holland. Es ist also wirklich, wirklich viel rumgekommen. Auch mehrmals in verschiedenen Ländern, dann San Marino, einfach gefühlt fast überall. Vor allem hier in Europa viel und dann auch noch zusätzlich oft in zwar im selben Land, aber dann in verschiedenen Regionen. Das ist schon echt cool und ja, man ist zwar
größtenteils dann eben in der Halle oder eben fokussiert sich natürlich auf den Kampf. Aber was dann schon immer cool ist, ist, wenn man dann mal so einen Tag danach oder ein, zwei Tage dranhängen kann und ja, sich dann auch mal die Stadt anschauen kann. Und ja, es ist doch schon was anderes, als wenn man immer nur hier in Deutschland kämpft. Ja, also bist sozusagen ein richtiger Road Warrior, wie man da sagt. Ja, die Leute, die ständig unterwegs sind. Ja, also ich bin schon auch so ein Typ dafür, wo es sehr, sehr gerne reist und gern rumkommt. Und ja, ich möchte ein bisschen die Welt sehen und das lässt sich halt dann super ergänzen, sozusagen. Da schließt sich jetzt nur eine Frage an, und zwar: Hast du denn noch ein zweites Standbein neben dem Boxen? Also hast du noch einen Job, oder kannst du jetzt quasi nur vom Boxen alleine schon leben, sage ich jetzt mal so? Also wie gesagt, das ist schwierig. Also es kommt auch immer darauf an. Ich meine, vor allem in Deutschland, du brauchst normalerweise Sponsoren. Und ich habe zwar schon ein paar Sponsoren, aber ich bin natürlich auch auf der Suche nach weiteren Sponsoren, nach großen Sponsoren, die jetzt eben auch sehen, okay, ich habe jetzt meinen ersten Titel und das soll weiter nach oben gehen. Und ja, momentan bin ich Studentin und studiere hier in Augsburg. Umwelt- und Verfahrenstechnik. Und ja, aber mein Herz ist eben mit dem Boxen und ich möchte es natürlich schon so machen, dass ich irgendwann problemlos sagen kann, okay, ich lebe vom Boxen. Und ja, das ist das nach dem, ja, das, wo ich mir wünsche und das, wo ja wirklich so mein Ding ist, hundertprozentig, wo ich dahinter stehe. Jetzt habe ich ja gemerkt, dass du auch bei Social Media sehr fleißig unterwegs bist. Also du postest sehr viel und bist da halt sehr aktiv und ich glaube auch ziemlich gut vernetzt. Ist das auch was, was du dir so vorstellen könntest? Also zum Beispiel nach dem Kampf hat dir irgendwie Mark Terenzi gratuliert oder sowas, ja, so, dass das ein toller Kampf war und so. Also ist das auch was, was du dir vorstellen könntest, so, um deine Boxkarriere noch größer zu machen, so? Ja, also an der Stelle erstmal Grüße an Mark. Hi. Ich muss sagen, das ist halt auch so was Cooles an dem Sport. Man lernt natürlich viele Leute kennen aus ganz verschiedenen Branchen. Und ich bin jemand, mir gefällt es einfach, das zu sehen, wie andere Leute ihren Job handhaben. Und natürlich entstehen dadurch dann auch neue Freundschaften, gute Freundschaften. Und ich finde es halt einfach cool, eben, dass es einerseits kommst du viel rum, andererseits lernst du auch viele neue Leute kennen, auch viele andere Kampfsportler oder Sportler anderer Sportarten. Und ja, zu der Frage, um zu der Frage zurückzukommen, klar kann ich mir das vorstellen und ich finde, das gehört auch irgendwo dazu, eben diese mediale Präsenz. Und mir macht das auch super viel Spaß. Also ich mache das sehr, sehr gerne, dass ich mit Leuten kommuniziere und eben, ja, ich meine, das ist ja, das gehört ja zu jedem Sport eigentlich irgendwo dazu, dass du dir da so, sag jetzt mal, eine Fanbase aufbaust und ja, die Leute immer auf dem neuesten Stand hältst und ja, einfach halt ein bisschen Kontakt zu denen hältst. Also ich finde das echt cool und ich mag das gerne. Ja, jetzt hast du ja angesprochen, dass du noch hoch hinaus möchtest. Was hast du denn noch so für Ziele, oder was sind denn die nächsten Schritte, die du so anpeilst? Also wir wollen, wie du anfangs schon gesagt hast, das mit dem Weltmeisterschaft, das ist natürlich jetzt nicht einfach vom Tisch. Also da ist schon was im Gespräch und ich möchte auf jeden Fall dieses Jahr noch um eben eine Weltmeisterschaft kämpfen und das ist auf jeden Fall angepeilt. Und ja, der Weg dahin ist natürlich nicht einfach, aber ich habe jetzt jahrelang dafür gearbeitet und ich möchte natürlich auch an die Weltspitze kommen und ja, ich fühl mich bereit. Ich finde, die Zeit ist gekommen, dass es jetzt dann soweit ist und das haben wir auf jeden Fall angefangen und wieder hinkommen. Okay, dann würde ich sagen, haben wir erstmal so alle Fragen geklärt, die mir jetzt so auf den Nägeln gebrannt haben. Hast du denn noch ja, jetzt irgendwas, was du so abschließend loswerden möchtest, wo man dich bei Social Media finden kann, etc.? Also das Schlusswort gebe ich jetzt erstmal an dich. Also, folgen könnt ihr mir auf Instagram, Cheyenne Hansen Boxing heiße ich da, also abchecken. Ja, also ich möchte auf jeden Fall mich an alle, ja, allen danken, die mich immer unterstützen,
Sei es meine Unterstützer, sei es mein Trainer Alexander Hahn, der mich immer top vorbereitet auf meine Kämpfe, meine Sponsoren und natürlich ab in den Ring. Bei der Veranstaltung habe ich meine letzten zwei Kämpfe bestritten und was eben super ist, weil das nicht selbstverständlich ist bei der momentanen, ja, in der momentanen Zeit, dass man da kämpfen kann. Das wird alles durch Livestreams und Sponsoren finanziert und ja, da bin ich sehr glücklich drüber, dass das alles so klappt. Gut, dann bedanke auch ich mich. Ja, Nachschlag der Boxcast kann man natürlich finden bei YouTube, Instagram, Twitter und Facebook. Und ja, freue mich natürlich, dass du dich ja, für uns hier mal bereit gehalten hast, ja, dir die Zeit genommen hast. Und wenn du dann tatsächlich um die WBC Junioren WM dieses Jahr noch boxt, dann können wir uns ja nochmal sprechen, wie die Vorbereitung läuft, etc. Und ich würde mich sehr freuen. Auf jeden Fall. Ich bin dann immer wieder am Start.